Heute kommt das lang erwartete Video über die Linux-Distribution, die ich mir ausgesucht habe. Und das war ein ziemlich langwieriger Prozess. Und damit Sie verstehen, warum dieser Prozess so langwierig war und was es da im Hintergrund strategisch zu überlegen gilt, nicht einfach, ich nehme die Distro und das wird schon passen oder die schaut toll aus, die nehme ich, weil sie toll ausschaut. Nein, da ist ein langwieriger Entscheidungsprozess dahinter, was man nun nimmt. Und dazu noch eine geschichtliche Betrachtung des Vorläufers Unix, was dann übergeht in Linux, damit Sie hier den Zusammenhang als Ganzes verstehen. Linux ist ein Betriebssystem, das aus dem ursprünglichen Unix von den Bell Laboratories in den USA entstanden ist, daraus weiterentwickelt wurde, parallel neu entwickelt wurde. Und das Unix war damals von einem Staatsmonopol, diesen Bell Laboratories, hergestellt und durfte damit nicht verkauft werden, sondern wurde verschenkt, quelloffen verschenkt. Und das war ganz, ganz wichtig für die Wissenschaftsgemeinde. Und das Unix war eine Abkürzung von einem, also ein Akronym von Uniplexed Information and Computing Service, also UNICS. Und dann hinten hat man aus dem CS hat man eine X gemacht, weil sie das einfach besser spricht. 1969 wurde das auf einer DEC PDP 7 in Assembler geschrieben. Also Hardcore, richtig tiefe Geschichte. Und 1972 bis 1974 wurde das dann in die Hochsprache C übersetzt und damit die Portierung auf alle Maschinen ermöglicht, die einen C-Compiler haben. Und ich selber habe 1974 das erste Mal auf einer PDP 10 oder was, 11, ich erinnere mich nicht mehr so genau dran, mit einem Typewriter habe ich mein erstes Basic-Programm geschrieben. Ja, und 1970 oder in den 70ern war Unix das Betriebssystem in Forschung und Lehre. So, das war es, das ist der Urvater von so ziemlich allem. In den 80er Jahren kamen dann Plattformstreits. Die großen Hersteller versuchten das für sich zu vereinnahmen, stritten sich, wer von wem was übernommen hatte und. Und am Ende gab es damit dann keine freie Software mehr, die der Wissenschaftsgemeinde getaugt hätte. Also die Weiterentwicklungen passierten alle im privaten Umfeld oder sagen wir mal im Firmenumfeld, im geschützten Umfeld. Und dann ging Linus Torvalds in Finnland ja dahin und hat gesagt, also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir brauchen so ein freies Betriebssystem und dazu brauchen wir diesen komplizierten, anspruchsvollen Kernel. Und dann hat er in Anlehnung an Unix sein Linux erstellt. Und das ist frei und quelloffen. Auch hier gab es wieder eine Menge juristischen Streit, weil das so einigen Leuten nicht passte. Der Kuchen, den es da zu verdienen gibt, der ist halt riesig. 1983, als ich dann in den USA mal Kalifornien besucht hatte, habe ich extra einen Abstecher bei der Berkeley University gemacht und da Computer Lab Building, ein, ja, für Computerwissenschaftler, für Computertechnik, also das ist ein Mekka, wo man dahin gewandert ist. Und aus dem entstand später dann das BSD Unix. Und BSD steht für Berkeley Software Distribution. Kommen wir noch drauf. Jetzt ein bisschen zur Erklärung von dem Linux und da zitiere ich aus dem Wiki. Zitat Anfang, die Bezeichnung Linux wurde von Linus Torvalds anfänglich nur für den Kernel genutzt. Dieser stellt der Software eine Schnittstelle zur Verfügung, mit der sie auf die Hardware zugreifen kann, ohne sie genauer zu kennen. Also die Verallgemeinerung des Kernels auf alle Prozessoren. Zitat weiter, der Linux-Kernel ist ein in der Programmiersprache C geschriebener monolithischer Kernel, wobei einige GNU-C-Erweiterungen benutzt werden. Wichtige Teilroutinen sowie zeitkritische Module sind jedoch in prozessorspezifischer Assemblersprache programmiert. Zitat Unterbrechung. Da muss also jetzt jeder Prozessorhersteller rein und muss diesen Linux-Kernel an seine eigene Architektur, an die eigenen Assembler-Befehle anpassen. Der Kernel ermöglicht es, nur die für die jeweilige Hardware nötigen Treiber zu laden. Weiterhin übernimmt der Kernel auch die Zuweisung von Prozessorzeit und Ressourcen zu den einzelnen Programmen, die auf ihm gestartet werden. Zitat Unterbrechung. Hier hat man also dieses Multitasking-System, was zwischen Prozessen auf einer einzelnen CPU dann umschaltet. Zitat weiter. Bei den einzelnen technischen Vorgängen orientiert sich das Design von Linux stark an seinem Vorbild Unix. Zitat Ende. Heute werden
von der Linux Foundation, die sich da zusammengeschlossen hat, von allen Herstellern und allen Beteiligten und, wird das Linux auf zahlreiche Prozessoren portiert. Das geht von irgendeinem Sensor, von Internet of Things, bis rauf zum Supercomputer. Da steckt überall das Linux drin. Es gibt aber einen gravierenden Nachteil. Der Kernel ist jetzt 30 Jahre alt und er ist monolithisch, einzeln, nicht dynamisch und vergleichsweise groß. Da gibt es neuere Kernel, die jetzt sogenannte Microkernel sind, wie der Mach-Kernel, das ist der einzige, den ich kenne. Von den anderen habe ich noch nichts zu tun gehabt, die ein Minimum implementieren und dann nachladen von dem, was dann auf dem Prozessor oder auf dieser Maschine dann gebraucht wird. In regelmäßigen Abständen, ungefähr alle 3,5 Jahre, kommt ein neuer Kernel raus von der Linux Foundation und der ist dann komplett anders, hat andere Schnittstellen, andere Funktionsaufrufe und den zu implementieren, bedeutet immer eine Menge Arbeit, aber ist die Voraussetzung dafür, dass man die modernste Technik dann auch da drin hat und sich nicht an diesem uralten Kernel dann sogar mit den Schnittstellen noch festhält und die Sache ineffektiv macht. Und seit 2022 ist die Version 6 als nächster Schritt nach der Version 5 dann verfügbar. Und aktuell Mitte 2024 stehen wir bei 6.8. Irgendwann für 25, 26 ist dann Version 7 angedacht. Die neuesten Kernel setzen sich aber nur langsam in Distributionen zu. Wir haben also einmal den Takt, den die Linux Foundation vorgibt mit Linus Torvald und dem ganzen Team, den ganzen Leuten. Und dann kommt anschließend der Takt der verschiedenen Distributionen, die diesen Kernel übernehmen. Und da kommt es jetzt wieder zur Verzögerung, zur zeitlichen Verzögerung. Und diese Kernel, wie gesagt, haben keine gemeinsamen oder keine übergreifenden Schnittstellen. Nun gut, ein gutes Stück davon ist gleich geblieben, sonst wird es überhaupt nicht gehen. Aber der Teufel steckt im Detail. Und da müssen also alle Distributionen ihren Kernel dann da entsprechend ranfriemeln oder ihre Software an den Kernel ranfriemeln. Und das dauert eine gewisse Zeit. Und ja, man könnte jetzt auch in sein System einen neuen Kernel reinkompilieren. Aber wie heißt dieser Spruch so schön? Don't break your distribution. Also fusch da nicht an deiner Distribution rum, indem du den neuen Kernel da reinkompilierst, denn dann kann sehr schnell Schluss mit der ganzen Geschichte sein und die Sache inkompatibel werden. So, jetzt geht es in die einzelnen Distributionen, die ich in Betracht gezogen habe und den Weg, wie ich sie nacheinander beschritten habe und unter welchen Maschinen und Ausnutzung ich da losgeschritten bin und die ganzen Fallstricke und Dead Ends und was ich alles da gehabt habe. Und ja, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und es gibt hunderte an Linux-Distributionen, ist 90% der Menschheit nicht bekannt. Die anderen wissen das sehr wohl. Und in ihnen haben sich über die vergangenen Jahrzehnte gewisse Softwarestücke angesammelt. Und die machen so weitgehend dasselbe, aber sagen wir das Gleiche, sind aber nicht dasselbe und der Teufel steckt im Detail. Und ganz wichtig sind zum Beispiel Fenstermanager. Das also jetzt Ihr Video, schauen Sie jetzt in einem Fenster an und wie dieses Fenster nun übertragen wird von der Software in dieses Fenster hinein, dazu braucht es Fenstermanager. Und die leiten die Ausgabe eines Prozesses, der auf dieser CPU läuft, in ein beliebiges Fenster auf einem beliebigen Bildschirm, auf einem beliebigen Rechner im Netzwerk zu. Und das unterscheidet diesen Fenstermanager, wie er bei Linux im Einsatz ist und bei den Unix-Systemen im Einsatz ist, von Windows. Bei Windows wird die Software, wird die Ausgabe an Ihrem Bildschirm, auch mehreren, ausgegeben. Und wenn Sie das übers Netzwerk auf einen anderen Bildschirm übertragen, dann ist Ihr Rechner eingefroren, gesperrt, weil immer nur ein User darauf arbeiten kann. Das ist der große Unterschied. Linux und Unix sind Multi-User-Systeme, Windows sind Single-User-Systeme. Und da brauchte Microsoft relativ lange, bis sie ihre RDP-Server soweit hatten, dass man dort auf diesem Server mehrere Clients laufen lassen konnte.
dass man also hier dann eine Multi-User-Maschine aus diesem Windows-Server gemacht hat. Aber das sind nur diese RDP-Geschichten, das kann man selber nicht. Vielleicht haben Sie schon mal von dem X11-System gehört. Das ist so ein Fenstermanager, der 1984 erschien. Und ich selbst habe noch den Übergang von X10 auf X11 auf den Linux oder auf den damaligen Unix-Maschinen. Linux war das noch nicht. Habe die also da noch miterlebt. X11 steht aber nur für den Inhalt der Fenster, was innerhalb des inneren Rechtecks dargestellt wird, wie es außen aussieht mit Knöpfen und X und Vergrößern, Verkleinern und Menüs, Kontextmenüs, Einstellen der Schriftgrößen und was es da alles gibt, Schatten, Laufleisten und. Das verbirgt sich hinter den sogenannten Desktop-Umgebungen. Die entscheiden über dieses äußere Aussehen dieser Fenster, die das Look and Feel von der Distribution eigentlich ausmachen. Und dazu kommt dann noch Dateiverwaltung, so ein Explorer, der ja dazugehört, dass sie überhaupt auf die Dateien da zugreifen können, dann wie die Shells entsprechend aussehen, dass sie also Shell-Befehle absetzen können und vieles, vieles mehr. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, hat man jetzt noch kein Anwendungsprogramm wie eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, ein Spiegel oder irgendwas in dieser Richtung. Nein, das ist alles noch die Distribution. Das ist das System, was Sie bei sich installieren. Bei Microsoft Windows ist das alles in einem proprietären System, ohne ihre Eingriffsmöglichkeiten oder sagen wir begrenzte Eingriffsmöglichkeiten auf ihrem Rechner drauf. Völlig undurchsichtig. Und wenn man sich Windows 11 jetzt genau anschaut und schaut man in die Systemumgebung rein, dann findet man auf einmal dort Windows 10. Tja, hat sich jetzt außen der Fenstermanager oder der Desktop hat sich geändert, aber innen drin bei der Darstellung der Fenster, da findet sich noch das alte Windows 10. Und wenn man da noch weiter reinklickt, zum Beispiel bei den Netzwerkkarten, dann findet sich auf einmal Windows 7. Und wenn man noch tiefer reingeht, dann sieht man auf einmal Windows 95. So, da sieht man, dass das innerhalb Microsoft Windows auch nicht alles portiert wurde. Also da sieht man, dass das ein Gemisch aus den verschiedenen Versionen, die man vorher an diesen Desktop-Umgebungen und Fensterinhalten hatte. Bei Unix bzw. Linux gab es also einen evolutionären Kampf. Das ist ja nicht eine Firma, das waren viele, viele Beteiligten. Und dieser evolutionäre Kampf um die Vorherrschaft auf diesen Maschinen konnte man ja insofern etwas entschärfen, als dass man sich auf einen gemeinsamen Kernel geeinigt hat. Damit war bei Linux jetzt ein bisschen Frieden an der Front eingekehrt und jeder konzentrierte sich jetzt auf die Distributionen. Selbst mit X11 haben sich eigentlich nahezu alle darauf geeinigt, dass man das verwendet als Fenstermanager. Und diese Kämpfe waren extrem sinnvoll, weil sie zu einer stabilen Basis, zum Fundament geführt haben, was sich anschließend doch obendrauf anpassen lässt und damit den gewissen Wettbewerb dann weiter in diese Distribution gebracht hat. Die besondere Lizenz von Linux, dass also das jetzt nur frei ist und weitergegeben werden kann, und führt dann dazu, dass sich jemand so eine Distribution schnappt und sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Jetzt bilde ich einen Fork. Fork kommt aus der Computerprogrammierung. Wenn man also aus einem Prozess einen zweiten startet, dann forkt man den ersten Prozess, der komplett aussieht wie der erste und läuft dann dort in einem anderen Programmzweig weiter. Also das ist ein Fork und das macht man mit dieser Distribution auch, dass man dort einen Fork macht und dann ändert man meistens so ein, zwei Buchstaben. So aus Ubuntu wird Kubuntu und solche Geschichten. Da wird also dann etwas abgeändert daran und führt jetzt zu einer weiteren Distribution. Manchmal finden diese Neuerungen, Änderungen, den Weg zurück in die Distribution. Dann wird dieser Seitenzweig aufgegeben, endet dann dort. Manchmal entwickelt sich daraus aber was ganz, ganz anderes, nur ganz, ganz anders, also deutlich was anderes, dass hier also mehrere Distributionen auf einmal nebeneinander bestehen bleiben. Und manchmal ist dieses Ausgründen überhaupt nichts und stirbt aus. Ne? Passiert gar nichts, weil irgendeiner die Idee gab, die war halt nichts. Ne? Und so muss es auch sein. Das ist der vernünftige Weg, wie Dinge ausprobiert werden. Hier zentrale Planer innerhalb Windows, innerhalb Microsofts, hier die Sache zu planen, da kommen solche irrsinnigen Dinge wie Windows 8 raus, ne? Mit der Verheiratung von Desktop und Kacheln.
Was da unsere Mitarbeiter gequält wurden. Und bis man da einen Weg fand, dass man diese Kacheln dann abgestellt hat. Ne? Ja, gut. Und diese ganzen Distributionen, die es also hier bei Linus gibt, haben Sie Quelle 1 hier, distrowatch.com. Und da können Sie mal sehen, wie viele 100 Distributionen es hier beim Linux gibt und wie die auseinander als Fork entstanden sind. Das sind Haufen Striche, da müssen Sie jetzt reinzoomen, immer tiefer und irgendwann können Sie dann die Buchstaben lesen. Ein Wald, in dem Sie sich da ja besser nicht verirren sollten. Ne? Können Sie aber sehen, was hier Kerndistributionen sind und was Seitenzweige sind. Und ich persönlich sage mir, ich bin nicht so anspruchsvoll, dass ich jetzt diesen Knopf rund haben will und da bitte blinkend und hier dies und da dort. Nein, man kann sich da an so ziemlich alles gewöhnen, wenn man mal einen gewissen Überblick hat. Und deshalb will ich eine Mainstream-Distribution haben. Und da habe ich jetzt geguckt, was gibt es denn da an Mainstream-Distributionen? Und zuerst ist mir also Red Hat Linux aufgefallen. Red Hat nennt sich Enterprise Linux und ist schon 2002 entstanden. Bedeutet allerdings auch, Red Hat ist eine Firma und die verlangt Lizenzen dafür. Und da zahlen sie pro Jahr ungefähr, ich sag mal, Hunderte. Das ist jetzt sicherlich eine tolle, professionelle Lösung. Und da sie in der Industrie stark verbreitet ist, weil es eine sehr stabile Version ist, wurde die Firma dann von IBM gekauft. Nicht so lange her. Ne? So hat man da also jetzt die IBM mit an Bord. Und dann ist das also eine stabile Version, die sich langsam weiter bewegt. Und darüber gibt es CentOS. Nennt sich dann Upstream. Da wird also ein Haufen neuer Funktionen vorbereitet, ausprobiert und ist an der Stelle, glaube ich, auch nicht proprietär. Red Hat Linux ist dann proprietär, da kann man nicht komplett reinschauen. Aber CentOS, da hat es letztlich dann auch noch eine Änderung gegeben von CentOS zu CentOS Stream. Auch da ist jetzt ein bisschen schwierig geworden, dass das also noch nicht so ganz stabil ist. Und das ist also freie Version, ziemlich jung, 2021, kommen wir gleich noch drauf, habe ich auch probiert. Und da drüber, Upstream, liegt Fedora. Das ist sehr schnell, sehr innovativ, wurde relativ schnell nach Red Hat geschaffen, 2003, um nämlich die neuen Dinge auszuprobieren, die dann nach Red Hat rein sollten. Und da hat man gemerkt, dass Fedora geht vielen Leuten viel zu schnell. Hat man CentOS genommen, geht schon schneller. Und Red Hat liegt darunter als Basis. Das ist ein Universum, was zusammengehört, wo man sich überlegen muss, was man daraus nehmen kann. Das zweite Universum ist Debian. Auch schon uralt, riesengroß und hat entsprechend viele, viele Ableger, viele Distributionen, die auf Debian aufbauen. So auch die bekannteste Ubuntu. Und auch das ist schon riesig mit einem Haufen Nutzern dabei. Und auf diesem Ubuntu aufsitzend habe ich schon mal, ja, ich glaube, in Social Media habe ich das schon mal gepostet gehabt, darauf aufbauend Linux Mint, dass wir jetzt also eine Kette haben, wo unten Debian liegt, darüber liegt Ubuntu und ganz oben drauf sitzt Linux Mint. Hat man also jetzt drei Stellen, an denen irgendwas daneben gehen kann. Solche Ketten gefallen mir überhaupt nicht. Ich möchte so eine Zentraldistribution haben, wobei Debian selber relativ aufwendig ist, man ziemlich viel sich nachinstallieren muss, weil da zum Beispiel die ganze Treiberverwaltung geht nicht in einer grafischen Oberfläche, sondern muss man alles dann von Hand installieren. Ist dann ein bisschen mehr Arbeit zu machen und vielleicht nicht ganz so komfortabel, wie das dann mit Ubuntu läuft. So, und dann hat Linux Mint das selber mitbekommen, dass das also keine so gute Idee ist, diese lange Kette zu haben, vor allem wo Ubuntu mit dem Snap-Upgrade-System ja ziemlich undurchsichtig und nicht offen geworden ist. Da sieht man nicht so wirklich, was man auf seiner Maschine nachinstalliert. Und dazu noch die Firma Canonical da drin, der man eine gewisse Nähe zu Microsoft, zumindest investmenttechnisch, nachsagt. Ja, also hat man so gewisses Magengrimmen, was man da mit dabei hat. Und deshalb hat Linux Mint die Linux Mint Debian Edition ja entwickelt, die genauso aussieht wie Linux Mint, aber zwischendrin das Ubuntu weglässt. Hochinteressante Geschichte. Und dann kommen noch zwei andere Versionen, die relativ früh entstanden sind, nämlich OpenSUSE. Und das ist für meine Zwecke dann doch nicht das,
was ich mir gesucht habe, vor allem für die Software, die ich brauche. Also Linux OpenSUSE war da aus meiner Sicht raus. Und dann haben wir noch die BSD, die Berkeley Software Distribution mit FreeBSD und OpenBSD. Quelloffen, klein, schlank, setze ich zum Beispiel auf meinem Router ein. Da läuft diese ganze Geschichte ganz toll, aber so als ja, für einen speziellen Rechner für den Videoschnitt, wie ich ihn das letzte Mal beschrieben habe, hier Quelle 2 und hier oben blende ich das ein, ist das, ja, war mir das dann doch zu frickelig, muss man wirklich sagen, war jetzt nicht so meins. So, und jetzt muss man sich also entscheiden, was nimmt man jetzt daraus? Also bei mir ging es auf der einen Seite also nach Red Hat Universum oder Debian Universum. Die beiden, was anderes kam dann am Ende nach dieser Betrachtung dieser Distributionspfade, kam für mich nicht mehr in Frage. Und oder eins von diesen Untersystemen oder angeflanschten Systemen, eins von denen. Ne? Also diese beiden Universen kamen für mich in Frage. Und jetzt muss man sich entscheiden danach oder erstmal untersuchen, wie lange laufen denn diese Distributionen? Wann kommt da der nächste Wechsel? Wenn ich mein System laufen habe, möchte ich da nicht jeden Monat da mit einer Rolling Distribution ständig was Neues reinbekommen, auf einmal geht es nicht mehr. Ne? Also das bitte auch nicht. Ist es schwierig. Und wenn eine Version gerade erst auf einen neuen Kernel gewechselt hat, mag noch nicht alles drin sein. Wenn es einen zu alten Kernel drin hat, wird das eine oder andere nicht funktionieren von den Neuigkeiten. Also schwierig. Muss man irgendwo mittendrin sein. Also eine Hauptversion, die mittlerweile schon ziemlich stabil geworden ist, das wäre das, was für mich der ideale Zustand war. Und den Zeithorizont, den ich mir gesetzt habe, waren so ungefähr 4 Jahre, besser 5 als 4, weil dann im Prinzip der Zyklus von meinem Rechner dann auch irgendwann wieder zu Ende kommt. Und jetzt auf eine brandneue Version zu wechseln, die muss dann die Hardware, die enthalten zwar neue Hardware, aber nicht zwingend alle neue Hardware. Und da wird es dann schwierig, muss man ausprobieren. Ne? Ganz speziell jetzt, ich fand das CentOS Stream und Linux Mint mit dem Cinnamon Desktop sehr angenehm. Also da rannte bei mir die Distro dann doch die offenen Türen ein. Aber da Linux Mint auf Ubuntu aufsetzt und wie gesagt diese Kette mit Ubuntu zu Debian hat, fand ich das jetzt nicht so prickelnd. Und deshalb habe ich jetzt meinen ersten Versuch mit Linux Mint Debian Edition 6 Fay, glaube ich, ist dieser Codename dahinter. Und das sah mir jetzt sehr vielversprechend aus. Und wo installiert man das jetzt? Ja, ich wollte einen meiner Rechner noch nicht vom Windows befreien, weil es ja erstmal Vorversuche waren. Und deshalb bin ich hingegangen, und das kann fast jeder von Ihnen, weil die meisten von Ihnen haben ein NAS laufen. Also entweder ein QNAP oder ein Synology oder ein TrueNAS oder ein Unraid. Und da lassen sich mit vergleichsweise wenig Aufwand virtuelle Maschinen einrichten. Und in diesen virtuellen Maschinen, weil das sind ja auch Linux-Distributionen, die dahinter stecken bei diesen NAS-Systemen, da lassen sich also jetzt ein virtueller Manager, Maschinenmanager aktivieren und dann installiert man da rein dann sein Linux, was man da haben will. Ein bisschen Friemelei habe ich das dann hinbekommen bei den Einstellungen und habe mir dann mein Linux Mint Debian Edition 6 dort auf diesem NAS von mir, auf meinem QNAP NAS installiert. Tja, und lief nicht gescheit, ne? War langsam wie Sau, Entschuldigung. Woran hat es gelegen? Nun einmal virtuelle Maschinen, dann auf einer vergleichsweise schwachen CPU. Aber eigentlich klemmte es nur an 2 Dingen, und zwar am Festplattentreiber und am Netzwerktreiber. Und da quält man sich dann so ein bisschen durchs Netz, sucht so ein bisschen was, dann kriegt man mit, ja, da gibt es den so einen Virtual I.O. Treiber, der dann die Geschwindigkeit da unlasht und man im Prinzip dann die volle Performance des Systems bekommt, und die gibt es nur bei Red Hat Linux. Ja, da sieht man, wie zwischen den Distributionen auch noch Dinge ausgetauscht werden und verwendet werden. Und so habe ich dann diese Red Hat Treiber eingebunden und siehe da, Funzt, wie es so schön heißt, und dann von meinem normalen PC mit Remote Desktop auf diese Maschine drauf, und man hat ganz gearbeitet, als wäre es seine eigene. Ne? Und diese vergleichsweise schwache CPU und dann noch übers Netz, und das System hat gut funktioniert. Also läuft immer noch Textverarbeitung,
Internetbrowsing, Tabellenkalkulation läuft. Also einwandfrei. Und damit braucht man jetzt zwingend nicht extra Hardware, um dieses Linux jetzt mal auszuprobieren. Man muss sich so ein bisschen in diese virtuellen Maschinen reinfriemeln. Das hat ein bisschen Aufwand, aber gut. So, dann nach 2 Monaten Arbeit mit diesem System, erst sporadisch, dann häufiger, bin ich dann auf eine alte Testmaschine bei uns in die Firma gegangen mit dem Core i7-7920X und einer NVIDIA-Grafikkarte und habe dann das Linux Mint Debian Edition 6 installiert und Katastrophe, Vollkatastrophe. Das System erkennt zwar die Bildschirme, man kann damit arbeiten, genauso wie auf dem NAS, aber die Grafiktreiber, die Hochleistungsgrafiktreiber, die laufen nicht. Das war ein richtiges Problem. OpenGL und CUDA, das sind die beiden Grafikroutinen, wo man mit seinem Schnittprogramm, ich bin ja hier die Videos am Schneiden, auch jetzt bin ich auf der Linux-Maschine am Schneiden, beziehungsweise jetzt gleich bin ich auf der Linux-Maschine am Schneiden, da brauche ich diese Treiber, um einfach die Geschwindigkeit für das Codieren zu erreichen. Und diese beiden mathematischen Graphics Libraries werden dafür verwendet und die ließen sich nicht installieren. Ums Verrecken nicht. Und damit war ja die Geschichte wohl zu Ende auf diesem Linux Mint Debian Edition 6. Und ich habe dann lange nachgegraben, habe dann auch noch in Foren gefragt und so weiter und habe dann rausbekommen, dass es wohl an dem Treiber Linux Kernel 6.1 handelt, der die Treiber, die modernen Treiber nicht sauber ansprechen kann, weil da die Schnittstellen nicht da sind. Da muss man dann neue Libraries installieren. Hat man installiert, gibt es Konflikte mit anderen Libraries und der findet die Library nicht und so weiter. Das heißt, da hat man ein ziemliches Gefriemel und jetzt einen neuen Kernel da rein zu kompilieren. Ja, lässt sich machen. Aber wie heißt das schön? Don't break your distribution. Halte dich an die Distribution und friemel nicht zu viel rum, denn sonst wirst du nachher später wieder eingeholt davon. Und die nächste Version 7, wie gesagt, wird 2025 dann erst kommen. Jetzt die wichtigste Randbedingung, die hier mit dazu spielt, ist, darauf muss mein Videoschnittprogramm und Codierprogramm laufen. Nennt sich DaVinci Resolve, ist von der Firma Blackmagic. Und das muss jetzt laufen, nicht in einem Jahr oder irgendwann. Das muss jetzt laufen und zwar mit geringem Installationsaufwand. Ja, rumgefriemel ist nicht, das ist nicht professionell, wenn man da jetzt rumfriemelt und dies und das und jenes noch machen muss. Ab diesem Zeitpunkt war mir dann klar, eine freie Wahl der Distribution hast du nicht. So schön das alles aussah mit diesem ganzen Distributionsbaum. Software ist immer noch nicht komplett frei auf allen Systemen am Laufen. Das ist die Evolution, das ist die kompetitive Ausrichtung der Distributionen untereinander. Was auf der einen Seite der Vorteil ist, dass man hier schnell und tolle Sachen bekommt, ist auf der anderen Seite ein Nachteil, dass spezielle Programme dann nicht laufen. Ja, da musste ich runter, war ziemlich frustriert, aber war mir dann klar, nach 2 Monaten, dass es so nicht geht. Und was habe ich dann probiert? Nun, dann habe ich die Distributionen probiert, die vom Hersteller Blackmagic, dieser Software, DaVinci Resolve, empfohlen wurden. Oder werden 19.03 Beta. Und das sind Rocky Linux 8, CentOS 8 und Red Hat Enterprise Linux 8. Und die kostenpflichtige Red Hat Enterprise Linux 8 wollte ich nicht ausgeben und die Installation lief nicht. Immer wieder Library-Probleme, immer wieder nichts gefunden, nachinstalliert Konflikte, immer das Gleiche. Ne? Also auch dort hat es nicht wirklich funktioniert. Tja, da war ich dann so richtig frustriert und habe mir überlegt, ist das überhaupt ein Weg? Soll ich jetzt bei Windows bleiben? Aber, wie Sie kennen mich als Renitenten, nein, ich muss da jetzt durch. Aufgeben ist nicht. Wir haben schon viel mehr nicht geschafft. Ja, auf den ersten Anhieb nicht geschafft. Den zweiten Schritt habe ich dann mit Ubuntu gemacht. Ich habe mir gesagt, das machst du jetzt mal, auch wenn dir Ubuntu noch nicht so gefällt. Die ganzen Snap-Geschichten sind noch nicht so weit. Hast du sicherlich noch eine Version Zeit. Guckst du mal, wie das läuft. Und ich kannte das von früher. So, lief ganz gut, allerdings nicht für die Anwendung, die ich haben wollte. Haben wir dann verwendet, um Festplatten zu partitionieren, Festplatten zu löschen und solche Geschichten. Läuft, aber eine kleine E350 von AMD gehabt. Das ist also lahme Kiste ohne Ende gewesen. Aber Ubuntu lief toll drauf. So,
Und zweiter Grund, ich habe von der Grafikkartenunterstützung im Netz für Ubuntu extrem viel gehört. Also da läuft es wohl mit den Grafikkarten. Das habe ich mir da angeschaut gehabt und gesagt, gut, Versuch machst du. Und es hat nicht geklappt. Grafikkarte ließ sich nicht installieren. Wieder der gleiche, entschuldigen Sie, Scheiß mit den Libraries, den Konflikten zwischen den Libraries. Das System läuft mit GNOME auf 4K-Monitoren einwandfrei, keine Probleme. Diese Libraries liefen nicht. Und zwar habe ich das probiert mit der 2404 LTS-Version. Und die läuft auf dem Treiber 6.8. Ja, ganz neuester Treiber. Weiß ich jetzt nicht, ob das so die richtige Wahl war. Und habe ich gesagt, ach, jetzt probierst du es mal mit 2204. Also eine vorher. 2204.04 LTS. Jammy Jellyfish. Und einwandfrei installiert. Man musste ein paar Libraries nachinstallieren, aber es gab keine Konflikte. Und dann ließ sich die Software auch installieren. Läuft auf dem Linux-Kernel 6.5. War also wohl genau in dem Fenster, wo Treiber und Distribution sauber zueinander passen. Und das ist auch das Hauptproblem, was die User haben, wenn sie auf Linux Spiele spielen wollen. Da sind ja diese Höchstleistungsgrafiktreiber wirklich essentiell, genauso wie beim Codieren. Und da gibt es riesige Mengen Software dann zu installieren, weil halt die Libraries dann doch nicht passen. Und da versuchst du das Spiel zu installieren und peng. So. Aber es hat nur mit Nvidia geklappt. Ich wollte eigentlich AMD haben. Und in der Zwischenzeit hat auch das erste Treiber-Update. Das ist ja, einen zu installieren ist okay, aber dann ein Treiber-Update zu fahren, ist ja nochmal eine andere Sache. Ne? Weil jetzt hast du die Distribution, die ist stabil, bis auf ein paar Fehlerkorrekturen. Aber dann kommen ja die Treiber und die werden weiterentwickelt, weil die Performance steigt. Ne? Das heißt, diese Treiber-Updates musst du auch noch packen. So, und hat also sauber geklappt bei den AMD-Grafikkarten nicht. Kriegst du auch die Bildschirme zum Laufen, aber die Libraries, die habe ich nicht geschafft. Die 2204 ist also jetzt schon ein Weilchen auf dem Markt und hat ein End-of-Life von 2027. Ist also vom Rahmen her, erreicht es gerade so die 4 Jahre, aber 5 jetzt dann doch eher nicht. Also da ist es schwierig. Und dieses eine Jahr wird es wohl noch packen, sodass ich jetzt mit der 2204 wahrscheinlich gut hinkomme. Ich werde allerdings auch mal so in 1-2 Jahren, wenn ein bisschen Ruhe da ist, werde ich dann mal probieren, auch mal das 2404 einzuschalten, einzuspielen, ob an dieser Stelle mit den Grafiktreibern die Sache dann doch ein bisschen besser geworden ist. Und welcher Desktop jetzt da läuft? Ich fand den Cinnamon von Linux Mint sehr schön, fand ich toll. Aber für jemanden, der seit Jahrzehnten mit Fenstermanagern arbeitet, mein erster Fenstermanager war Windows 1.01, ja, muss so 84, 83 gewesen sein, wo ich das ausprobiert habe. Und wer mit den Fenstermanagern sich auskennt und weiß, was dahinter steckt und der kommt mit all diesen Dingen klar. Ob das nun ein Cinnamon ist oder ein GNOME oder ein KDE oder ein Mate oder Mate, ist also völlig Banane. Sie finden irgendwann, sie haben ihre Icons irgendwann platziert, sie finden sie alle wieder. Und ob sie nun links drücken oder unten drücken oder oben drücken, meistens ist es konfigurierbar, dass sie sich die Leiste noch dahin schicken. Tja, völlig egal. Ne? Ich habe auch als Versuch mal auf dem Ubuntu den Cinnamon installiert. Ließ sich einwandfrei installieren, bloß die Icons, die waren ein bisschen matt und ein bisschen farblos und haben mir dann nicht so gut gefallen wie die Original-Icons. Ne? So, Fazit. Wenn man spezielle Software hat, dann ist die Wahl der Distribution nicht wirklich frei. Und da sieht man, warum Microsoft einen Marktanteil unter Betriebssystemen auf dem Desktop von 70% hat, Apple von 15% und Linux von 4%. In den Rechenzentren sieht das ganz anders aus, da liegt Linux bei 90%. Das ist also krass, was dort in Internet-Cloud-Rechenzentren läuft und von diesen unterschiedlichen Linux-Versionen läuft bei Facebook,
war, also bei Meta läuft, ich glaube, irgend so ein Fedora-Abkömmling, und bei Amazon Web Services haben sie auch eine eigene Distribution aus einem anderen Universum rausgezogen. Ich meine, das wäre Debian gewesen. Nageln Sie mich nicht fest. Und jeder hat da so seine eigene Geschichte. Das Apple-Betriebssystem ist ja damals auch rausgezogen worden, also als ein Fork von Steve Jobs, als er nicht bei Apple war, als er seinen Next-Computer gemacht hat, hat er darauf aufgesetzt. Und das ist dann nachher mit Anpassungen in Apple mit übergegangen. Also dort ist das Linux dann deutlich stärker vertreten. Und hier habe ich dann eine Quelle 3 für Sie. Computer Base, da können Sie sehen, wie die Anteile sich über die Jahre mit dem Betriebssystem verändern. Und da sieht man, Windows ist auf dem absteigenden und Linux ist auf dem aufsteigenden Ast. Aber weit entfernt, ne, an Bedeutung. Mein neuer Rechner, wie gesagt, Video finden Sie dazu unten auch in der Beschreibung, der rennt unglaublich schnell. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie der in einer Geschwindigkeit arbeitet. Und ich habe da erstmal nachgerechnet. Der ist bei Gleitkomma-Berechnungen, also diesen sogenannten FLOPs, die Floating Point Operations, rund 20.000 Mal schneller als der Supercomputer Cray 1, auf dem ich ja als jugendlicher Ingenieur meine Simulationsberechnungen für die Fahrzeugindustrie bei Opel-General Motors gemacht habe. Also 20.000 Mal ist die CPU schneller als diese Cray. Und die Grafik konnte damals die Cray noch nicht. Es war ein reiner Number Cruncher. Und die Berechnungsfunktionen meiner Grafikkarte, der 4070 Ti Super, die sind sogar eine 500.000 Mal schneller als damals die Cray. So vergeht die Zeit. Unglaublich, was da passiert ist. Aktuell habe ich also 95% der benötigten Softwarefunktionen bereits auf Linux für meinen privaten Kanal und für mein privates Leben auf Linux bereits übertragen. 5% sind noch ein bisschen schwächer implementiert. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was tun. Aber der Weg ist ganz klar. Und vielleicht einmal pro Woche schalte ich momentan noch den Windows 10 Laptop an, weil irgendeine Funktion noch auf dem Linux nicht geht. Aber dann sucht man und findet dann einen Ersatz. Und daran ist man sich auch relativ schnell gewöhnt. Und vor allem, manchmal mag es ein bisschen umständlicher sein auf Linux, aber es ist auf jeden Fall schneller als unter Windows. Ne? Also meistens ist Gleichstand. Ne? Und das letzte Mal habe ich den Laptop professionell verwendet, als ich ein Podcast-Interview auf Kontrafunk hatte. Und da war ich mir nicht so sicher, ob jetzt das auf dem Linux nun wirklich schon funktioniert. Und dann habe ich das über Windows noch gemacht. Und da finden Sie hier dann Quelle 4, diesen Podcast mit Kontrafunk. Und ja, heute weiß ich, dass es funktioniert, dass ich das damals nicht hätte machen müssen. Aber better safe than sorry. So sollte man immer ein bisschen konservativer angehen, dass man nicht im letzten Moment, wenn es dann drauf ankommt, es doch nicht geht. Ne? So, sicherlich haben Sie zu Hause zum Abschluss jetzt den Weg, den Sie beschreiten können, einen alten Rechner rumliegen oder haben ein Nasslaufen, auf dem Sie diese virtuelle Maschine installieren können und mit Linux dann ihre ersten Schritte machen können und auch mit der schwachen alten Hardware, die sie vor 2, 3, 4 Jahren ausgemustert haben, wird Linux unendlich schnell im Verhältnis zu Windows ihnen vorkommen. Alte ThinkPad-Laptops von der IBM oder damals Lenovo, die jetzt schon wirklich in die Jahre gekommen sind und Dual-Core-CPUs da drin haben, die laufen unter Linux wirklich zügig. Und diese Lenovo-Laptops, die man also vergleichsweise günstig dann irgendwo gebraucht bekommt, haben sich also so als Standard-Linux-Maschine für die Leute ja entwickelt, weil es halt damit so toll klappt. Ich bin mit Sicherheit over the top, dass ich also von Linux nicht wieder zu Windows zurückfallen werde. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten gemacht habe. Ich habe die Sache bewusst langsamer angegangen, nämlich A, hier ordentlich was berichten kann, Ihnen ein Beispiel geben kann, Ihnen zeigen kann, wo die Fallstricke liegen. Und B, damit ich wirklich safe bin, dass ich nicht nachher nach 3/4 Weg wieder zurück muss und die ganze Arbeit dann nicht umsonst vergeblich war. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.